Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Let's Play Banished hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Und ich habe die Zeit noch gestoppt. Und jetzt lasse ich erstmal walten. Zum Beispiel das Lagerhaus. Hat hier ganz viele Kartoffeln und wir müssen jetzt sofort ganz schnell handeln. Denn wir brauchen jetzt nicht solche Häuser. Keine Wege, sondern wir brauchen als erstes einen Acker, auf jeden Fall. Nämlich hier steht, Brennholzvorräte werden knapp. Ach ja, ich muss ja erstmal hier. Fällt mal hier eure Umgebung. So, bitteschön, habt ihr was zu tun? Ja. Ihr braucht einen Acker. Den Acker brauche ich jetzt mal. Hier hin. Upsa. Dann kann man jetzt draufklicken und kann man jetzt hier auswählen, was man jetzt hier macht. Ich tue jetzt einfach mal Speisekürbis und wir haben hier keinen zugewiesen, der den Acker bewirtschaftet. Ich mache jetzt einfach mal, einer ist jetzt zugewiesen von allen, der den Acker bewirtschaftet. So, dann werden wir einen Obstgarten, eine Viehweide. Das kommt alles erst ein bisschen später. Zurzeit brauchen wir wichtige Häuser, wie zum Beispiel dieses Haus. Der kann man jetzt drehen. Wo ist denn gerade schon freier Platz? Hier hinten kann ich nicht bauen, weil es eine Anhöhe ist. Hier könnte ich spawnen. So, baue ich das mal. Kann man zum Beispiel jetzt hier draufklicken und gucken, wie die Bauarbeiter, die es jetzt hier bauen. 1, 2, 3 Bauarbeiter habe ich jetzt mal hier zugewiesen, die das jetzt hier errichten. Wenn ihr gerade mal nicht wisst, wo die Bauarbeiter sind, sie können auch Wege bauen, also Straßen. Den Kräuter sammeln wir das Forst aus, den Schmied, das ist am Anfang auch wichtig, aber das braucht natürlich erstmal eine Mine, deswegen errichten wir jetzt eine Mine, kann man die Mine auch an der hier Wand, das wäre ja der Hammer, wenn das hier irgendwie gehen würde. Ja, natürlich. Bam, tun wir hier erstmal errichten, die Mine. So, gleich noch ein paar mehr, dass sie hier die Mine errichten. Ganz schnell, da können wir hier auch noch einen für das Feld hinzu. Guck mal, 1% und ab 1% können wir ernten, aber es ist natürlich nicht so schön, wenn man das auf 1% ernten würde. So, ich werde auf hier auf jeden Fall, da hat man hier ein Fragezeichen, der hat zum Beispiel, er ist Bauer, aber hat keine Arbeit gerade, die er verrichten kann. Deswegen bauen wir da mal ganz schnell ein zweites Feld. Gleich daneben. Wo wir jetzt hier diesen. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir Speisekürbis, dann machen wir hier Kohl und dann machen wir einen Arbeiter und der wird jetzt gleich automatisch hier zugeteilt. Hier ist ein von einem, wir haben zwei zugewiesen, also müsste er automatisch hier zugewiesen werden. Ja, genau. Und der kümmert sich jetzt um die Kohl. Und hier sind Hühner. Ja, wir haben nämlich noch ein paar. Wir können jetzt zum Beispiel jetzt hier, also Nahrung ist am Anfang ganz, ganz wichtig. Deswegen mache ich gerade auch so viel. Viehweide ist zu klein, immer noch zu klein. Wie ist sie denn zu klein? Upsala. So geht. Machen wir mal hier hin. Und da können wir dann die Hühner einfangen. Upsala.
Ihr seht ja schon den Fortschritt. Wir 48%, 49%. Hier sieht man schon, wie das Saatgut langsam wächst. Hier brauchen wir unbedingt mehr Ressourcenplatz. Hier. Und zwar richten wir das mal hier hinten. Hier ist noch ein Lagerplatz. Und hier auch. Und da tun wir mal auch ein paar Wege errichten. So, dann können wir hier runter einen Weg. Hier führt ein Weg rein. Und hier runter. Haben wir einmal hier einmal ums Eck sozusagen. Hier war da irgendwo ein Zwischenraum, genau. Und hier wollte ich den Weg dann zur Mine weiterführen. Genau, tun wir denn hier so. Und hier geht nicht. So. Sehr gut. Und zum Beispiel hier, der hat jetzt kein Wort zugewiesen werden kann. Da tun wir jetzt einfach mal einen zuweisen und der kümmert sich jetzt darum, was jetzt dort abgeht. Und jetzt haben wir nämlich hier, weil wir keine Bauarbeiter mehr gebraucht werden, sind automatisch hier zwei zugeteilt, die das jetzt anfangen mit Bauen. Und die Mine, ja, da muss erstmal hier ein von 22 Bäumen abgebaut werden, oder beziehungsweise Steine, was da alles im Weg steht. Wenn das alles nicht abgebaut ist, ne, und hier alles nicht vorhanden ist, dann können erst die Bauarbeiter ran. Und ja, müssen wir ein bisschen schneller machen, dass wir den Stein hier ranholen. Wir haben nur noch 97 Steine, der kann sehr schnell hier flutschen gehen. Wir haben jetzt schon Frühling. Es regnet bei 13 Grad. Und man sieht hier die Bauarbeiter, wenn die nichts zu tun haben, ne, und hier gerade in der Nähe sind, bauen die einfach mal die Wege. Deswegen wollte ich am Anfang schnell das hinter mir bringen und die Wege bauen, dass die dann zum späteren Spielstand da keinen Unfug mehr machen. Die Bildqualität müsste jetzt auch ein bisschen besser sein als in der ersten Folge von Banished. Ich habe die Codierung von 900 auf 1200 hochgedreht. Wenn es mein Rechner noch aushält, drehe ich sogar noch höher. Zumindest bei Banished. Bei manchen Spielen geht es eben nicht. Die zu ressourcenlastig sind. Wie zum Beispiel Minecraft. Da will der das einfach nicht annehmen. Aber ich kann es mal ausprobieren. Mein Computer hat auch manche Tage, wo er es schafft und manche Tage, wo er es nicht schafft. Hier drüben sieht man jetzt auch die Handwerker. Ja, jetzt sind nämlich 4 von 4. Nur noch 2 von 2. Hier haben sie noch gar nicht angefangen. Ich habe da hier gerade nur zwei Gebäude, die sie gerade bauen. Ne? Das ist einmal das. Ich habe ja 6 zugeteilt. Das sind hier jetzt 4 Stück und dort 2. Genau. Wenn dann alle bauen würden, wie sie bauen, dann müsste es eigentlich funktionieren. So, wir haben jetzt nämlich noch 4 Arbeiter übrig, die könnten eigentlich jetzt die sogenannte Mine errichten. Wo haben wir denn die Mine hin? Brauchen die auch gleich mit dir hin? Machen wir das doch gleich. Mine hat 0 von 3. 1,
2, 3. Jetzt haben wir noch einen, der nichts macht. Und den teilen wir schon mal als Viehhirte ein. Das ist der hier. Genau. Den beobachten wir mal ganz genau, was der alles macht. Wir haben schon einen Bewohner mehr. Weil wir hatten ja 12.012, jetzt haben wir 13.011. Also ein Kind ist erwachsen geworden, wenn man es so sagt. Ich spiele mit keinen Mods. Ich habe nur das Spiel auf Deutsch umgestellt, wer sich dafür interessiert. Es gibt für das Spiel gibt es einen Steam Workshop, gibt es aber nicht so viele. Meistens sind das nur die Sprachen, die es nicht unterstützt, dass da manche sich wirklich Gedanken gemacht haben und das in verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel Japanisch, eben Deutsch, wenn nicht dabei, Französisch. Da sieht man die Holzscheite. Das hier, 5% ausgelastet, 24 Brennholz, 15 Holz, 47% Ertrag und das 34%. Kann man jetzt immer die Häuser klicken und gucken, wer da wohnt, wie zum Beispiel hier stehen Namen, dann ob es Männlein oder Weiblein ist, wie alt und was er eben ausführen für die Tätigkeit. Also zum Bleistift ist hier gerade ein Kind und das ist von den Erwachsenen eben die arbeiten schon. Und hier kann man zum Beispiel aufrüsten, so einen Steinhaus kann man zum Beispiel klicken oder steht hier so viel verbleibend, aber man kann auch einfach abbrechen. So. Wenn man es abbricht, sehe ich gerade, ach, das steht ein bisschen nach, okay. Und hier ist das Lager, kann man ja immer wechseln zwischen Bewohnern und Lager. Seht ihr, die haben schon hier sich Brennholz gebunkert und Kartoffeln haben sie viele. Naja, so viel ist es gar nicht. Muss man immer auch ein bisschen gucken, wie viel Brennholz sie noch vorrätig haben. Und wie viel Essen. Bei Einfach, da haben die natürlich viel Essen schon am Anfang da. Und hier wird eben auch viel noch gelagert, genau, 600 sind noch zur Verfügung. Ledermantel auch noch 16 Stück. Wenn die Schmiede hier fertig ist, zu 1% abgeschlossen, ist das super. Das ist ja super. Warum habe ich denn eigentlich hier 9 Bauarbeiter? 2, 4... Kommt jetzt die anderen drei her? Was machen die anderen drei? Ach so, die errichten die Mine. Guck mal, da sind sie auch schon 65 Gegenstände müssen sie abbauen. Ist ja mal Drama. Da habe ich mir den besten Start ausgesucht hier. Das sind Pilze hier. Also das hier auf dem Boden. Kann gerade nicht näher ran scrollen. Seht ihr das jetzt auch? So. Bin, glaube ich, etwas zu nah ans Mikrofon gegangen. Oh, habe ich irgendwas gerade ausgeblendet? Das hier war das. Upsala. Ich würde immer gerne hier auf Escape gehen, wenn ich was rückgängig machen will. Es klappt zwar auch, aber es ist nervig. Da sehe ich immer gleich, wo der hier lang geht, der liebe. Nee, der ja. Viecherte. Hier zum Beispiel auch, das heißt ja auch zu Lager, aber ich hätte es einfach Inventar umbenannt. Wie viel Ressourcen der gerade hat. So. Schaut doch schon schön aus. Später Frühling haben wir erst. Wir haben schon einen guten Ertrag. Also ich spiele gerne auf hier einmal. Man kann ja auf zweimal, aber das mache ich nicht gern. Weil da geht zwar das Spiel schneller, aber man hat einen kleineren Ertrag. Was ist das hier? Man kann ja natürlich nichts anklicken. Das ist ein Baum, was ist das für ein Baum, was ist das hier? Man muss es sich alles selber eben angucken. Wir haben jetzt 14 Zellen, wir haben wieder einen Arbeiter hinzubekommen, aber der kann auch nichts machen. 10 Arbeiter. Man kann hier Zahlen reinschreiben.
Das ist ein einfacher Arbeiter. Wie viele ja gerade sind. Okay. Gut zu wissen. Die bauen ja gerade den Viehstall. Das sind zum Beispiel hier Gewächse, die nur am im Wald immer mal sind. Wie zum Beispiel hier ist ein kleiner Setzling. Ihr müsst wissen, die kleinen Setzlinge, wenn ihr da gerade was baut, hier ist auch ein kleiner Setzling, die lassen sich auch schwer wieder abbauen. Ne? Na, da warten die Bewohner wirklich erst. So, wir warten jetzt, bis der Baum gewachsen ist, dann fällen wir ihn erst. Wie wir jetzt gerade sehen, wir haben jetzt hier 5 Kinder hinzubekommen. Und die wollen natürlich auch alle Nahrung haben. Und ich glaube, das ist der beste Stopp bisher, den ich je gehabt habe. Bis jetzt. Ich bin nämlich immer so bis 21 Erwachsene gekommen. Und dann ging das große Sterben los. Aber ich weiß da auch, was mein Fehler war. Ich habe da einfach zu viel Häuser gebaut und das darf man eigentlich nicht machen. Es ist Frühsommer, 24 Grad, die Sonne scheint. Hätte ich jetzt auch draußen, bei mir regnet es bei 7 Grad. Aber wenn ihr das jetzt seht, muss man mal kurz gucken, die zweite Folge Banished. Wann kommt die raus? Oder haben wir es ja schon April? Haben wir es schon April? Das müsste dann der 3.4. sein, der Sonntag. Ne, der Montag ist das. Der Montag, der 4.4. ist das. Ich sehe das jetzt am 4.4. den Montag, wenn ich das auf die Reihe bekomme. Ich bin nämlich jetzt, wenn ihr das jetzt seht, am Montag, jetzt eine Woche nicht da, weil ich zur Schule bin. Und da musste ich ein bisschen vorproduzieren, höchstwahrscheinlich. Also wird er wahrscheinlich jetzt diese Aufnahmesession sehen und da werde ich schon eine Aufnahmesession am 3.4. machen, höchstwahrscheinlich. Wenn es hinhaut. Kann natürlich sein, es kommt immer mehr hinzu. So, wenn die jetzt hier oben linke Hand das alles abgebaut haben, werden sie sich wahrscheinlich dann hier drum richten. Und es fängt wieder an zu regnen bei 25 Grad. Ich glaube, es gewittert auch. Dann werde ich diese Folge ausklingen lassen mit diesem schönen Bild. Diesen vielen Arbeitern und sage bis zur nächsten Folge von Let's Play Banished. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und genießt diese Zeit, wenn es zu warm ist, wie zum Beispiel jetzt am Wochenende. Da sollten ja laut meinem Radar in manchen Teilen Deutschlands knapp 20 Grad werden. Wenn ich das richtig berechnet habe. Natürlich immer eine Restchance. Dann tschüss.